Gut. Ja, vielleicht von mir auch nochmal Hallo in die Runde. Ich starte meine Präsentation. Keine Sorge, es wird nicht lang gehen, aber kein Webinar ohne ein bisschen Statistik werden wir nachher auch sehen. Geht ja heute, wir haben ja jetzt gerade gehört, was man alles mit der Sage 100 machen kann, wie tief man sie anpassen kann, wie tief auch die Prozesse jetzt, vielleicht werden Sie ja sehen, mit dem Shopware dann verbunden werden können. Vielleicht zur Info, ich habe eine Erkältung, wenn ich irgendwie mal zwischendurch husten muss, verzeihen Sie es mir hoffentlich. So, und heute geht es ja darum, wie kann man, wie der Sascha gerade schon sagte, Shopware nahtlos an die Sage 100 anbinden. Und ich sage ganz bewusst, ich lehne mir jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster nahtlos, das werden wir nachher noch sehen, insbesondere im Bereich der Preisfindung, sind wir da sehr nah zwischen den beiden Systemen, obwohl die eigentlich ja voneinander nichts wissen. Nur zwei, drei Worte, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Maniac Developer GmbH, bin jetzt seit 20 Jahren im Bereich E-Commerce und auch Sage zum Teil unterwegs. Ja, wir waren früher selbst Sage-Partner, so ein bisschen kleines bisschen Geschichte, dass Sie auch wissen, was mit wem Sie es hier zu tun haben. Uns gibt es jetzt als Maniac Developer seit 2018. Ich hatte vorher ein anderes Unternehmen, da waren wir klassischer Sage-Partner und kam immer mehr dieses Thema Schnittstellen auf. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Mensch, komm, dann lass mal uns das doch darauf spezialisieren. Wir machen seitdem nichts anderes mehr, arbeiten für Sage-Partner, so als ja, Zuarbeiter, und wir haben uns 100% spezialisiert auf das Thema Shop-Anbindung. Wir machen nichts anderes, und Versandanbindung werden wir nachher noch sehen. Sind derzeit 5 Mitarbeiter, sitzen im schönen Schwarzwald, am Fuße des Schwarzwaldes. Und seit 2019 sind wir jetzt dann auch ISV-Partner. Das ist ja dieser spezielle Status von Sage-Partnern, die ja Developer sind. Wir müssen uns zertifizieren lassen. Unsere Software wird ja jedes Jahr im Grunde genommen zertifiziert, letztes Jahr sogar zweimal. Das ist auch eine Besonderheit. Das heißt, Sage bescheinigt unserem System, dass wir, ich sage jetzt mal ganz salopp, dass wir das Ganze richtig machen und genau so Belege beispielsweise und Kunden anlegen, wie Sage das Ganze möchte. Ich sprach schon an, ich persönlich und auch Mitarbeiter von mir, die habe ich zum Teil ausgebildet, die sind schon so lange bei uns, haben jetzt lange Jahre Erfahrung im E-Commerce. Ich komme selbst ursprünglich aus der Webentwicklungsecke und dann irgendwann mal übergeschwenkt, und so ja, kamen die Welten dann zusammen. Wir sind 2019 gestartet im Januar und haben jetzt etwas über 240, knapp Richtung 250 Kunden, die mit unserem System arbeiten und ja, erfolgreiche Online-Händler sind. Keine Präsentation ohne Statistik, nur mal ganz kurz, wissen Sie wahrscheinlich alle oder können sich vorstellen, ja, wie die Umsätze steigen. Und man hat hier fast so den Eindruck, als wenn das in eine Richtung exponentielle Kurve geht. Da waren natürlich die letzten 2 Jahre waren auch so ein bisschen so ein, ja, wenn man es jetzt mal positiv versucht darzustellen, ein Turbo für den Online-Handel, weil viele natürlich sich ja neue Wege suchen mussten, zwangsläufig. Aber das ist natürlich schon enorm, was hier in absoluten Zahlen an Volumen gewachsen ist. Und dann natürlich auch, wenn man das jetzt mal im Vergleich zum Vorjahr setzt. Für 2021 gibt es noch keine Zahlen, das ist so das Aktuellste, was ich gefunden habe. Das ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen steiler. Deswegen habe ich hier auch mal die Kurve so ein bisschen gekippt. Wahrscheinlich sieht das jetzt dann schon so aus. Insbesondere im B2C-Bereich gab es auch ein enormes Wachstum, aber auch viele Kunden, die gesagt haben, ich sage mal, sowas wie ein Außendienst oder so ist einfach weggebrochen, weil die Kollegen nicht mehr zu ihren Kunden durften und mussten sich dann neue Wege finden oder neue Wege suchen, um neue Kunden zu generieren, um den Umsatz aufrechtzuerhalten und natürlich auch den Ertrag und natürlich auch bestehende Kunden ja, zu halten. Das ändert sich ja nun hoffentlich ein bisschen, sieht ja ganz gut aus, als ob wir das Thema Corona mal hinter uns lassen können. Leider ist heute Nacht die nächste Herausforderung auf uns zugekommen. Also das Thema Onlinehandel wird sicherlich nicht nachlassen. So, und was machen wir jetzt nun konkret? Unser Unternehmen heißt ja Maniac Developer GmbH und unser Produkt dementsprechend der Maniac Seller. Das ist eine Shop- und Multichannel-Anbindung mit integriertem Versand. Das werden wir nachher noch sehen. Multichannel, klar, also auf der einen Seite hat man natürlich das Shopware-System, das ist so die Basis des Ganzen. Da komme ich nachher auch gleich noch kurz drauf zu sprechen, warum jetzt gerade Shopware. Aber wir
machen da lange nicht Halt sozusagen bei einer klassischen Shop-Anbindung, sondern wir gehen noch viel, viel weiter. Das heißt, ja, insbesondere jetzt hier in Deutschland, das Thema eBay und Amazon sind natürlich nicht mehr wegzudenken. Jeder kennt es von sich selber. Ich denke, jeder hat schon mal bei eBay oder Amazon eingekauft und man sieht, wie komfortabel das Ganze ist. Und diesen Weg sozusagen ebnen wir natürlich auch für unsere Kunden, dass sie sagen können, auf der einen Seite setze ich mein eigenes Shop-System ein, klar, den Shopware, mit dem ich vielleicht auch sowas wie B2B abbilden möchte. Wir haben es ja gerade gesehen vom Volker Schneider, diese B2B-Portale, wo sie wirklich einen Blick in die Sage hineingeben können. Und mit Shopware kann man so etwas Ähnliches natürlich auch machen. Natürlich nicht so tief jetzt wie jetzt dieses Elements-Portal. Aber ich kann meinen Händlern sozusagen, meinen Wiederverkäufern einen Zugriff geben auf ihre Konditionen, auf ihre Produkte und so weiter. Und habe damit natürlich auch so einen verlängerten Arm meiner Sage 100. Und darüber hinaus natürlich dann das Thema, ja, Portale. Amazon, bei Amazon meine Produkte verkaufen, bei eBay meine Produkte verkaufen und natürlich auch bei vielen anderen Portalen. Real.de gibt es gar nicht mehr, sehe ich gerade, muss ich mal aktualisieren. Das heißt jetzt Kaufland, die sind ja übernommen worden letztes Jahr und dann bieten wir jetzt halt entsprechend die Kaufland-Anbindung an. Und das ist für viele Kunden, und das ist so einfach gemacht, dass viele Kunden sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich mit eBay Geschäft mache, aber ich probiere es mal, weil ich muss keine Schnittstelle mehr programmieren lassen, muss nichts teuer kaufen, muss nichts teuer implementieren oder programmieren lassen, sondern ich kann sagen, Mensch, ich probiere mal eBay für ein halbes Jahr. Ja. So, warum brauche ich jetzt überhaupt so eine Schnittstelle? Ich hätte jetzt hier auch irgendwelche Zahlen Ihnen um die Ohren hauen können, aber wir haben es mal anders gemacht. Wir haben eine kleine Geschichte geschrieben, die können Sie auch bei uns auf der Website mal abrufen. Wir haben uns einfach mal überlegt, da gibt es so eine Firma, die macht jetzt mal, die fängt gerade an, macht vielleicht mit eBay und Amazon so 70 Bestellungen am Tag. Das ist jetzt nicht so ganz wenig, aber auch eigentlich noch nicht wirklich viel. Wir haben Kunden, die machen 2.000, 3.000, 4.000 Bestellungen am Tag. Aber selbst bei so einer kleinen Menge, wenn man sich mal überlegt, selbst wenn der Frau Flink da ganz schnell ist und die Aufträge erfasst und die Neukunden, braucht sie doch so 5 bis 6 Minuten für jede Bestellung, um sie abzuarbeiten. Das ist dann quasi ein ganzer Arbeitstag und den könnte die Frau Flink natürlich sinnvoller verwenden, ja, indem sie vielleicht neue Produkte einstellt oder sich um die Suchmaschinen kümmert oder neue Texte oder so. Und da ist natürlich die Frage, geht das nicht anders? Und die beantworten wir natürlich mit, ja klar, wie wäre es damit 5 Minuten? Und es geht sogar noch schneller dafür, das werden wir nachher sehen. Aber das vielleicht so ein bisschen der Hintergrund. Jetzt warum? Ich spreche einmal von Shopware. Es gibt ja viele Shop-Systeme auf dem Markt, aber es gibt eigentlich einen Platzhirsch und das ist die Firma Shopware. Die sind vor vielen Jahren gestartet, sind jetzt im letzten Jahr so mit einem richtig guten, mit einer neuen Version der Shopware herausgekommen, die Shopware 6. Die ist ein richtig gutes Produkt geworden, hat tolle Features für uns und ist einfach, ja, ein System, was von Haus aus eigentlich alles kann, was man braucht und das auch zu attraktiven Preisen, kann man ja fast nicht sagen, weil man kann Shopware schon für 0 Euro einsetzen. Da gibt es spezielle Editionen. Und man sieht, ich habe jetzt hier einfach mal so ein paar Namen, ein paar Marken aufgelistet und ich denke, jeder wird hier mindestens eine Handvoll kennen, die mit Shopware arbeiten. Shopware ist schnell implementiert, es gibt viele Plugins, es gibt viele Partner, die richtig was können und Ihnen dann entsprechend schnell auch Ihren Shopware aufsetzen und da nicht immer so Monats- und Jahresprojekte draus machen zu müssen. Das ist der Hintergrund. So, was brauche ich? Klar, ich brauche für meine B2C-Kunden perfektes Einkaufserlebnis. Das steuert dann der Shopware. Wie sieht der aus? Kommen wir nachher auch noch drauf. Für meine B2B-Kunden, die wollen ihre Konditionen, ihre Produkte sehen. Und ich muss das prinzipiell halt perfekt möglichst präsentieren und das auch auf allen Endgeräten, wie jetzt zum Beispiel mobilen Endgerät, wissen Sie ja selber, wer kauft heute noch 100% am PC, sondern viele Kunden kaufen tatsächlich dann auf dem Mobiltelefon. Ich sehe irgendwo Werbung und kaufe das Ganze. Und das bringt Shopware mit. Und natürlich will ich nichts abtippen und nichts manuell machen. So. Und wie geht das nun? Das zeige ich Ihnen jetzt mal live am lebenden Objekt. Das brauchen wir nicht speichern. So. Prinzipiell ist es so, wir haben ja immer auf der einen Seite ein Shop-System und auf der anderen Seite haben wir unsere Sage 100. Ja, ich schiebe die jetzt mal so ein bisschen auf die Seite, weil ich packe mal ganz bewusst auch optisch unsere Schnittstelle jetzt hier sozusagen in die Mitte. So müssen Sie sich das vorstellen, wir haben auf der einen Seite ein System, auf der anderen Seite ein System und die sprechen ja prinzipiell nicht miteinander und dazu sind wir da. Wir
kommunizieren quasi zwischen den beiden Systemen. Auf der einen Seite mit dem Shopware, schicken ihm Daten, schicken ihm neue Produkte, Bilder, das werden wir gleich live sehen. Und auf der anderen Seite übertragen wir an die Sage 100 dann neue Kunden, neue Bestellungen, holen uns dort Preise und Lagerbestände. Das heißt, wir sind wie so eine Spinne im Netz, sage ich manchmal, die ihre Fäden in alle Richtungen ausstreckt und dafür sorgt, dass die Informationen in alle Richtungen fließen und von allen Richtungen fließen. So, ich mache mal die Sage ganz kurz auf, weil ich habe, ja, wie der Fernsehkoch sagt, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt hier meinen Artikelstamm und ich habe mir jetzt mal so ein, ja, eins meiner Hobbys rausgesucht, das Tauchen, und habe mir ein paar Produkte angelegt. Und an diesen möchte ich Ihnen jetzt einiges zeigen. Wir haben hier ein ganz klassisches Produkt, das wird man nachher auch noch sehen, was das ist. Also ein ganz normaler Sage-Artikel mit seinen Einstellungen. Ich habe jetzt hier schon mal einen schön formatierten Text hinterlegt. Das kann man ja wunderbar machen in Sage. Schon mal die Texte vorformatieren, dann braucht man das nicht bei uns in der Schnittstelle machen, wenn man möchte. Kann man aber auch machen, wenn man jetzt sagt, ich möchte hier nur kurze Texte pflegen für den Shop, aber was richtig schön ausführlich ist. Wir haben einen Hersteller, eine Herstellernummer, ERN-Nummer, also ganz normale Artikel jetzt auf den ersten Blick mal. Habe jetzt hier aber mal verschiedene Preise hinterlegt. Und zwar, ja, gibt es die Möglichkeit, in Shopware mehrere Preislisten hochzuladen und noch viel, viel mehr. Aber ich mache jetzt hier mal nur mal das einfache Beispiel mit Preislisten. Ich habe jetzt hier eine Endkundenpreisliste. Das ist das, was der Kunde bezahlt. Dann haben wir hier so eine UVP-Preisliste, also das, was man kennt, so klassisch 790 durchgestrichen. Sie zahlen nur 685. Das ist eine Form der Preisfindung. Und dann habe ich hier noch einen Fachhandelspreis hinterlegt. Und bei einem anderen Produkt habe ich sogar noch Staffelpreise jetzt speziell für Fachhändler hinterlegt. Das sehen wir nachher dann. Also ganz normale Artikel mit einer Besonderheit. Ich habe jetzt hier die Sachmerkmale hinterlegt. Das ist ja ein Modul, das kennen viele gar nicht, weil man das in Sage vielleicht gar nicht so intensiv nutzt. Das ist ja eine spezielle Lösung, aber im Zusammenspiel mit der Shop-Anbindung und Shopware entsteht daraus was sehr, sehr Spannendes, nämlich die sogenannten Filter. Ich habe jetzt hier ein Produkt und ich habe mir mal so eine Kategorie angelegt und da gibt es zwei Eigenschaften, was jetzt für ein Stil von diesem Produkt ist und ob die Gewichte integriert sind oder nicht. Das werden wir nachher auf den Bildern sehen. Und bei einem anderen Produkt habe ich andere Werte hinterlegt. Und das ist jetzt erstmal in Sage hinterlegt und daraus entsteht aber im Shop dann ja was richtig Spannendes. So, und ich habe jetzt hier auch noch einen Variantenartikel angelegt, denn damit können wir selbstverständlich auch umgehen. Das ist jetzt hier richtig ein Sage-Variantenartikel mit Grundartikel und den gibt es in drei Ausprägungen. Ja. Wir können aber auch, das sieht man nachher auch noch, sogar Varianten zum Shop hochladen, wenn man die in Sage gar nicht als Varianten gepflegt hat. Weil man es nicht möchte oder nicht kann, gibt es ja durchaus Gründe, das nicht zu tun in Sage und andere Gründe, die dafür sprechen, das in Sage zu machen. Ne? Und wie gesagt, das sind jetzt hier ganz normale Artikel, einer mit den Sachmerkmalen so ein bisschen ausgestattet und hier haben wir jetzt einen Variantenartikel. So, und ich wechsle jetzt mal in die Schnittstelle. Das ist das Programm, was bei Ihnen und diesen 250 Kunden auf einem oder mehreren PCs läuft. Sie sehen, dass wir sind eine zertifizierte Lösung. Ich sprach es ja vorhin schon an. Und insbesondere, wenn man so viele Kunden hat, ist natürlich das Thema Update-Sicherheit, Investitionssicherheit genau so enorm wichtig wie jetzt bei Sage. Das heißt, Sie kaufen ja nicht die Software und sagen dann, ja, jetzt kann ich sie nutzen und da kommt nichts mehr, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein enorm wichtiges Thema. Wir entwickeln unsere Schnittstelle täglich weiter, sowohl für Shopware 5, obwohl das eigentlich eine ältere Version des Shopware-Systems noch ist, aber wir noch viele Kunden haben, das unterstützen wir noch mehrere Jahre, als auch natürlich auch schon die neuen Funktionen der neuen Shopware-Version. Und unsere Kunden sehen das ganz einfach, wenn das hier orange wird, wissen sie, da gibt es eine neue Version, können sich anschauen, was hat sich denn getan für die Shopware 5 oder die Shopware 6, und dann sehen sie, was haben wir verbessert, was gibt es neue Funktionen. Auch manchmal eine Meilenstein-Version. Hier mit der letzten Version haben wir eine große Funktionalität zur Verfügung gestellt. Und dann können Sie entscheiden, möchte ich das installieren? Wenn ja, können Sie in die Einstellung gehen und einfach das Update ausführen. So wie Sie es von Sage ja letztendlich auch kennen. Das ist so ähnlich wie das Live-Update. So. Dann haben wir hier den ganzen Part. Wir haben das bewusst so einfach aufgebaut für den Import von Aufträgen. Das ist natürlich eine der meisten, die sehen unsere Kunden irgendwann dann gar nicht mehr, weil sie alles voll automatisieren. Aber ich habe das jetzt bewusst mal so gemacht, dass wir hier mal den Ablauf per Hand durchlaufen lassen. Das heißt, ich könnte jetzt hier alle Bestellungen markieren und verarbeiten. Das spare ich mir nachher mal noch auf, weil ich will ja noch einen Neukunden anlegen. Hier könnte man aber das machen, durchaus Kunden so einfach jede Bestellung, die das Haus betritt, nochmal überprüfen und gucken, was haben die Kunden denn bestellt und sie dann erst verarbeiten. Das ist durchaus eine Arbeitsweise. Aber wie gesagt, die meisten Kunden
sehen diese Maske hier gar nicht, bekommen sie gar nicht zu Gesicht. Wichtig, in dieser Maske können wir aber mit solchen Dingen umgehen wie jetzt Zuschlägen. Und wir können das auf die richtigen Sage-Zuschläge buchen. Wir können mit Gutscheinen umgehen. Wir können sogar zum Teil, je nachdem, wie man die Gutscheine anlegt, diese Gutscheine automatisch erkennen. Das heißt, sie müssen gar nichts mehr zuweisen hier in dem System. Wobei wir ihnen das natürlich alles während der Einrichtung beibringen, wie das funktioniert. Dann haben wir hier das Herzstück. Also wie gesagt, auf die Aufträge importieren kommen wir gleich nochmal zurück. Dann haben wir hier das Herzstück der Schnittstelle. Das würde ich ganz kurz nochmal überspringen, weil hier halten wir uns nachher noch ein bisschen länger auf. Dann haben wir eine Versandanbindung, an die kommen wir nachher auch nochmal zurück. Also da kann man sehr, sehr einfach im Lager oder auch im Verkauf die Versandpapiere erzeugen, inklusive Zollpapieren. Das sehen wir nachher auch noch an einem Beispiel. Und ich sprach ja das Thema B2B vorhin an. B2B heißt ja, ich habe Kunden bei mir in meinem System und die haben vielleicht besondere Konditionen. Die haben besondere Preise, die haben besondere Preislisten, wie man es hier sieht. Die nutzen vielleicht die Rabattmatrix, die haben eine Rabattliste. Also es gibt ja da eine Vielzahl von Preisfindungsmöglichkeiten innerhalb von Sage, wie sie ihre Preise finden können, bilden und finden. Und das bilden wir sozusagen nahtlos mit Shopware ab, bis hin runter zum Kundenpreis. Also wirklich, dass Sie ja sagen können in Sage, ein bestimmter Kunde kriegt für einen bestimmten Artikel einen bestimmten Preis oder Rabatt oder und oder Rabatt. Selbst das können wir im Shopware abbilden, obwohl Shopware das von Haus aus gar nicht kann. Wir haben es ihm beigebracht sozusagen, dass Sie wirklich für Ihren Fachhandel die individuellen Konditionen im Shopware abbilden können. Das sehen wir nachher noch ein Beispiel. Und dann haben wir natürlich eine Vielzahl von Einstellungen, da gehe ich nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Aber wir haben ja, ja, schauen wir mal in unsere Shopware-Kategorie. Ich gehe mal kurz in die Kategorie Wassersport hier rein. Und wir haben jetzt hier zwei Produkte, die sind schon angelegt. Das ist so ein Tauchjacket, was die Taucher brauchen, um die Tiefe zu halten. Und hier gibt es dann irgendeine Zubehörtasche, ja, die kann man dann dran montieren. So, und wir wollen ja jetzt unsere zwei neuen Artikel mal einfach hochladen. So. Und was man immer hier sieht, man sieht hier immer ein Abbild seines Webshops. Sie sehen ja, hier ist die Kategorie Wassersport. Ich könnte jetzt hier eine neue Kategorie anlegen, die nenne ich jetzt mal Tarierjacken, Tarierjackets. So. Und die klicke ich jetzt einfach an. So, und jetzt ist die nicht nur hier angelegt, sondern wenn ich jetzt meinen Shop hier mal lade, in die Kategorie Wassersport nochmal klicke, dann sehe ich, habe ich hier schon eine neue Unterkategorie. Die ist jetzt halt einfach noch leer, da haben wir noch kein Produkt drin. Und ich kann aber jetzt einfach sagen, okay, dieses Produkt hier, das ist ja so ein Tarierjacket, das ist jetzt momentan in der Hauptkategorie, dann könnte ich das jetzt hier einfach per Drag and Drop in eine Unterkategorie packen, ja, und lade den Artikel einmal kurz hoch und jetzt ist er in dieser anderen Kategorie. Sie können also quasi in Echtzeit hier Dinge ändern. So, das ist ja ein bestehender Webshop-Artikel. So, und jetzt lasse ich mir mal meinen Artikelstamm von Sage anzeigen und hier sehe ich jetzt alle Artikel, die ich noch nicht im Webshop habe. Und ich kann mir jetzt hier, ich mache es mir jetzt mal einfach, ich filter jetzt einfach mal auf die Kategorie Tauchsport. Das ist jetzt hier die ganz normale Sage-Artikelgruppe. So, und ich nehme jetzt mal einfach diese zwei Artikel. Sie können sich vielleicht erinnern, das war ja der Variantenartikel aus Sage und das ist ein ganz normaler Artikel. So, und die ziehe ich jetzt einfach mal, beziehungsweise mache ich nach unterschiedlich. Das ist ja dieses Tarierjacket, das kommt hier in die Kategorie rein und das kommt in die Hauptkategorie. So, und ja, jetzt sehe ich hier einen Plus vorne dran, bei dieser Variante. So, das ist ja dieses Color Kit sozusagen, wo ich in Sage schon die Varianten angelegt habe. Und das erkennen wir natürlich vollautomatisch und ziehen uns die Informationen aus Sage über die Varianten. Wir haben uns jetzt aus Sage schon den Text geholt. Das war ja jetzt sozusagen, in dem Fall hatte ich das im Dimensionstext hinterlegt. Und sehe jetzt hier auch schon Bilder. Ich hatte schon Bilder hinterlegt für diese Varianten. Da kann ich nachher noch kurz zeigen, wie einfach das geht. Wir haben jetzt hier sogar für die unterschiedlichen Varianten schon die Bilder. Und das zieht sich das System alles vollautomatisch aus der Sage-Anrunde. Wenn ich jetzt mal in diese Kategorie gehe, hier sehe ich ja jetzt mein neues Produkt. Ich sehe auch, das ist noch nicht online. Hier sehe ich jetzt auch schon die Bilder. Ja, wo kommen die eigentlich her? Das ist eine ganz einfache Technik bei uns. Sie können einfach einen Ordner definieren und in den Ordner legen Sie einfach Ihre Bilder rein, nach einem bestimmten Schema benannt und können dann überlegen. Und dieses Muster, wie die Bilder hinterlegt sind, das ist jetzt in meinem Beispiel hier einfach die Artikelnummer 99100224 und dann unterstrich 1 fürs erste, unterstrich 2 fürs zweite und so weiter. Werden die Bilder dann automatisch gesucht. Wir sehen jetzt hier unsere ERN-Nummer, den Hersteller. Also alles Dinge, die aus Sage kommen, die wir uns aus Sage geholt haben.
Und könnten aber darüber hinaus jetzt, wenn wir wollten, in der Schnittstelle beispielsweise so etwas wie den Text jetzt hier ändern. Ich habe jetzt hier in meinem Beispiel den Text schon sehr ausführlich formatiert in Sage. Oftmals ist es aber so, dass Kunden in Sage im Dimensionstext nur einen ganz kurzen Text haben, weil der ja auch in der Form auch normalerweise auf den Verkaufsbelegen erscheint. Und Sie könnten dann für den Webshop hier bei uns, wenn Sie möchten, dann einen erweiterten Text pflegen, könnten sogar YouTube-Videos einbinden, können sich um die Suchmaschinentexte kümmern, könnten das Ganze auch natürlich mehrsprachig machen. Und wenn wir jetzt mal hier sehen, da gibt es noch das Thema Cross-Selling und Zubehör. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel, aha, hier ist schon etwas zugewiesen im Zubehör. Und das kommt daher, dass ich schon in Sage diesen Produkt, diese Zubehörtasche sozusagen zugewiesen habe. Und das erkennen wir automatisch und können das zum Shopware hochladen. Und jetzt gibt es im Shopware aber noch so etwas wie Cross-Selling. Cross-Selling ist ja, ich habe ein Produkt und ich habe noch ein alternatives Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal. Also etwas, worauf ich die Kunden hinweisen möchte. Und da gibt es jetzt für diese Funktionalität gibt es in Sage kein Gegenstück. Es gibt hier zwar das Zubehör, das ist eine wunderbare Sache, aber fürs Cross-Selling gibt es das nicht. Und das kann ich ganz einfach machen. Ich möchte nämlich die zwei miteinander verbinden. Jetzt kann ich einfach sagen, okay, diesem meinem Jacket möchte ich jetzt dieses andere zuweisen. Ja, jetzt kann ich mir hier dieses Produkt raussuchen und sage, das ist jetzt sozusagen mit diesem Produkt verlinkt. So kann also hier wirklich noch Dinge tun, die ich sonst ja gar nicht machen kann, weil es die gar nicht in Sage gibt. So, und jetzt laden wir den Artikel hier einfach mal hoch. Der ist jetzt schon online. Jetzt kommen einfach noch die Bilder hinterher. Das dauert jetzt natürlich ein paar Sekunden. Und danach lade ich noch, ich muss ja noch hier dieses Variantenset noch hochladen. So, und während der hier im Hintergrund hochlädt, kann ich ja schon mal in die Kategorie Wassersport wechseln. So, und jetzt lädt sich der Shop neu und jetzt sehe ich zwei neue Produkte. Ja, zum einen dieses Variantenset sozusagen. Das hat jetzt hier auch so einen Streichpreis gehabt. Da hatte ich dann hinterlegt in dieser sogenannten UVP-Preisliste. Das zeige ich nachher auch noch, wie Sie das machen können. Dass es da einen Sonderpreis gibt. Und hier bei dem hatten Sie es ja vorhin vielleicht gesehen, diese 790 Euro als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. So, schauen wir uns mal die Produkte an. So, und hier haben wir jetzt gleich unseren Variantenartikel, den wir 1:1 so aus der Sage übernommen haben. Ich habe jetzt hier mal eine Darstellungsform gewählt, die können Sie selbst beeinflussen, wie dann die Darstellungsform sein soll, dass ein Kunde hier einfach draufklicken kann. Es gibt natürlich noch klassisch die Auswahl, wo man jetzt solche Auswahlboxen hat, wo dann halt drin steht, gelb, orange, blau. Ich habe es jetzt bewusst mal gewählt, weil es einfach eine schöne Darstellung ist. Und hier unten sehe ich jetzt dann meine Beschreibung für dieses Produkt. Und das lege ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ich hätte gerne das Orange. Das lege ich einfach in den Warenkorb. So, schauen wir uns mal den anderen noch an. Das andere Produkt, klicken wir das einfach mal an. Hier hatten wir jetzt die ERN-Nummer, hier wird der Hersteller noch dargestellt, ich habe meine verschiedenen Fotos. Wie gesagt, wie das jetzt hier optisch dargestellt wird, ist jetzt natürlich eine Sache der Darstellung. Ich zeige Ihnen mal, wie unterschiedlich Shopware sprichwörtlich mit einem Mausklick aussehen kann. Es gibt Anbieter wie die Firma TC Innovation beispielsweise, die bieten für Shopware sogenannte Themes an. Und ich habe jetzt hier in meinem Beispiel, habe ich dieses Theme installiert. Mit einem Mausklick sieht mein Shopware halt jetzt dann nicht mehr so aus, wie er normalerweise aussehen würde, relativ schlicht, sondern ja, schön gestaltet. Und jetzt liegt eigentlich nur noch an mir, schöne Fotos und schöne Bilder zu platzieren. Und diese, wenn ich jetzt mal auf diese Kategorie Wassersport gehe, hier oben diese Landingpage, also mit diesem Logo, das habe ich heute Morgen selbst gemacht. Ich habe einfach nur dieses Foto da oben eingeblendet. Das können Sie selbst machen. Über so einen Editor im Shopware können Sie auch die Optik selbst beeinflussen. Und wie gesagt, so mit so solchen Themes können Sie selbst auch Ihren Shop sehr, sehr einfach professionell gestalten. Ja, wenn und müssen eigentlich letztendlich nur die Bilder erzeugen. So, gehen wir nochmal auf das Produkt zurück. Denn unterhalb dieser Beschreibung, das ist ja die Beschreibung, die ich mir aus Sage geholt habe, sehen wir jetzt hier unten diese zwei Eigenschaften. Sie können sich vielleicht erinnern, das sind hier diese Sachmerkmale aus der Sage 100, die wir hier 1:1 übernommen haben. So. Und das ist jetzt schon mal ganz interessant, denn ich habe jetzt hier wie so eine Art Daten, eine technische Datentabelle nenne ich es jetzt mal, die ich einfach aus Sage heraus automatisch in den Shop hochladen kann. Was aber richtig spannend ist, ist, daraus entstehen im Shopware automatisch Filter, ohne dass Sie irgendwas tun müssen. Ich gehe mal auf die Kategorie Career Jackets und jetzt sehe ich hier zwei Produkte. So, und jetzt sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, worin die sich unterscheiden. Natürlich, sie sehen ein bisschen unterschiedlich aus, ein anderer Hersteller, aber es gibt so zwei ganz
grobe Richtungen bei diesen Jackets. Und das ist hier zum Beispiel, ich habe das jetzt mal Style genannt bei mir. Und hier können jetzt Ihre Kunden nach diesen Eigenschaften, die ich in Sage schon vordefiniert habe, ganz einfach filtern. Und ich möchte jetzt hier ein sogenanntes Wing Jacket. Dann klickt der Kunde einfach drauf. Shopware filtert automatisch eines oder mehrere Produkte aus dem entsprechenden Artikelstamm heraus und schlägt mir das eine in dem Fall Produkt vor. Und dann bin ich schon gleich richtig. Ich muss nicht erst hier irgendwie die Texte lesen oder Ihre Kunden, sondern Sie können gleich sagen, was möchte ich denn? Und das kann so eine Eigenschaft wie das sein. Das kann aber auch, wenn Sie jetzt im technischen Bereich unterwegs sind, wir haben Kunden, da gibt es Ersatzteile für bestimmte Produkte und die haben eine Kompatibilität zu einem bestimmten Produkt. Auch darüber können Kunden ja dann entsprechend filtern. Gar nicht, dass man nach einem Feature filtert, wie hier in dem Fall, sondern dass man nach einem, ja, einer Kompatibilität beispielsweise filtert. Oder dass ich sage, ich möchte alle grünen Produkte sehen, ja? Dass ich nach einer Farbe filter. Und insbesondere im Shopware 6 ist das nämlich so, dass automatisch nicht nur aus den Sachmerkmalen Filter entstehen, sondern auch aus solchen Eigenschaften wie Varianteneigenschaften. Das heißt, dann könnte man sagen, ich möchte mal alle gelben Produkte sehen. Und dann zeigt mir Shopware alle Produkte an, ja, die vielleicht eine gelbe Variantenausprägung haben. Das ist also super komfortabel, ohne dass Sie als Shopbetreiber sich damit irgendwie auseinandersetzen müssen. So, ich lege das jetzt mal in den Warenkorb und ich melde mich jetzt mal als neuer Kunde an. Machen wir mal schnell hier den Rudi Rake. Rudi Rake. Ich erfinde jetzt meine E-Mail. rake@hallo.xyz. So, ein schönes Passwort noch für den Shop. Und der Herr Rake wohnt im Test. Na halt. Falschen. So. Teststraße 20 in 12345 Berlin. So, der Kunde könnte jetzt natürlich noch seine abweichende Lieferanschrift angeben, das spare ich mir jetzt mal. So, und er sieht jetzt hier seine Zahlungsarten. Ja, ich habe jetzt hier, wähle jetzt einfach mal die Vorkasse und habe hier Standardversandkosten von 3,90 €. So, und kaufe das Ganze mal. So, und jetzt melde ich mich mal ab und melde mich jetzt mal als ein Fachhändler an. Wir können ja noch mal kurz gucken. Der Artikel ist 790 € und diese Tasche hier kostet 29,90 €. An der zeige ich jetzt gleich mal was. So, melde mich mal ab als der Herr Rake und melde mich jetzt mal als ein Fachhändler an. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier den Herrn, na, wo sind wir hier? Ja, ich muss kurz tippen, aber so, melde mich jetzt mal an als Herr Aber an. Den kennen Sie wahrscheinlich alle, der Demokunde aus der Sage. So, und jetzt sehe ich hier plötzlich ganz andere Preise. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel diesen Preis. Und jetzt klicke ich mal das Produkt an. So, und jetzt sehe ich hier nicht nur, dass das jetzt plötzlich ein Nettopreis ist. Also der Shopper hat jetzt automatisch erkannt, dass ich ja ein Nettokunde bin, ein Fachhändler. Das ist ein Kunde, der ist direkt aus der Schnittstelle in den Shop hochgeladen worden und nimmt dann sozusagen seine Konditionen mit. Und ich sehe jetzt hier auch für diese Fachhandelskunden habe ich Staffelpreise hingelegt. Der Shopper rechnet einem dann automatisch aus, was kostet dann gegebenenfalls eine Ersparnis. Und ich sehe das in Netto. Das heißt, kauf mir jetzt mal als dieser Fachhändler und gehen mal zur Kasse. So, und der darf jetzt auch auf Rechnung kaufen. Der andere Kunde hat ja jetzt in dem Fall auf Vorkasse gekauft. Ich darf jetzt hier auf Rechnung kaufen. So, und habe jetzt sozusagen zwei Bestellungen in meinem System. So, zurück in der Schnittstelle wäre es jetzt so, es könnte jetzt sein, dass diese zwei Bestellungen schon da sind oder vielleicht auch sogar schon wieder weg sind. Jetzt könnte ich sagen, ich rufe jetzt hier mal die Aufträge an. So, und jetzt sehe ich hier zwei neue Bestellungen. Und eine davon, die ist jetzt hier weiß, sage ich mal, eine ist gelb. So, und das Gelb weist mich jetzt in dem Fall darauf hin, das ist ein Neukunde. Das ist wirklich ein Kunde, den gibt es so nicht in der Sage 100. Und das ist ein Hinweis. Jetzt könnte ich sagen, ich lege den Kunden hier per Hand an. Das spare ich mir aber. Ich habe meiner Schnittstelle erlaubt, dass sie das natürlich selbstständig darf, weil insbesondere, wenn man diesen ganzen Part hier automatisieren möchte, dann will man ja vielleicht nicht die Neukunden anlegen. Wobei man durchaus auch sagen könnte, ich möchte aber die Neukunden einfach anschauen vorher. Das heißt, für alle Bestandskunden, alle wiederkehrenden Kunden, soll die Schnittstelle gleich alles durchbuchen und dann, so wie der Volker das vorhin gezeigt hat, dass ich sie direkt in der Sage dann weiterverarbeiten kann. Und Neukunden, da soll einfach jemand noch mal einen Blick drauf werfen, wer das denn ist. So, das spare ich mir aber. Ich sehe jetzt hier, okay, da hat dieses Collar Kit und das Jacket gekauft und ich markiere jetzt mal alle Bestellungen und drücke jetzt hier unten mal auf Bestellungen verarbeiten. Ich mache das jetzt mal per Hand. Und Sie sehen, die Bestellungen sind jetzt alle schon in Sage. Also das ging jetzt
ja, weiß ich nicht, knapp eine Sekunde. Wir haben jetzt mehrere Dinge gemacht, nämlich wir haben sogar den Kunden schon angelegt in der Warenwirtschaft und ja, dann in dem Fall in meinem Beispiel jetzt eine Auftragsbestätigung gemacht. Das kann man noch frei konfigurieren, das werden wir gleich noch sehen. So. Denn man könnte sogar steuern, dass bei einer Vorkassebestellung ein ganz anderer Beleg angelegt wird. Das hat der Volker ja vorhin schon mal angesprochen, dass man da ja auch durchaus andere Prozesse nutzen könnte für die Vorkasse. Da gebe ich nachher auch noch mal eine Idee, wie man das Ganze machen könnte. Aber Sie haben gesehen, wie schnell diese Bestellungen verarbeitet sind. Und jetzt ist es auch noch so, wenn ich zum Shop gehe, jetzt mal in das Konto des Herrn oder der Firma Aber, steht jetzt hier schon, die Bestellung ist in Bearbeitung. Ich mache das Ganze nochmal neu. Ich kaufe einfach das Gleiche nochmal. Diese Funktion bietet ja Shopware, dass ich einfach aus meinen bestehenden Bestellungen nochmal schöpfen kann, sozusagen. So, und lass mir jetzt meine Bestellung hier anzeigen und die steht jetzt hier auf noch nicht bearbeitet. So, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Das ändern wir mal ab. Ich lade mal die Bestellung herunter und verarbeite sie kurz. Die ist jetzt schon wieder in Sage und auch, wenn ich jetzt hier neu lade, steht hier schon bearbeiten. In Bearbeitung. Das heißt, wir kommunizieren sozusagen in Echtzeit mit dem Shop und das geht natürlich weiter, wenn wir dann an das Thema kommen des Versandes, wo wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Beleg verarbeiten, geben wir gleich eine Rückmeldung an den Shop. Und das kann sogar eine Rückmeldung sein, dass die Ware schon verschickt wurde, denn man kann ja durchaus hier in der Schnittstelle auch einstellen, dass die Ware dass wir gleich einen Lieferschein oder eine Direktrechnung oder Sofortrechnung erzeugen. Das gibt durchaus Gründe, das werden wir nachher noch sehen, warum man dort gleich eine Rechnung oder gleich einen Lieferschein erzeugen können. Und dann würden wir natürlich an den Shop eine Rückmeldung geben. Und wenn man jetzt mal nochmal rekapituliert, wir binden ja auch solche Portale wie eBay und Amazon an, würden wir in dem Fall auch gleich eine Rückmeldung an Amazon, an eBay geben, dass die Ware jetzt verschickt ist. Und wenn vorher natürlich die Versandpapiere erzeugt wurden, wie wir es jetzt gleich machen werden, geben wir an diese Portale natürlich dann auch gleich die Sendungsnummer mit. Das ist ja sehr, sehr wichtig für Amazon beispielsweise, um die Sendung dort auch wirklich vollständig als geliefert markieren zu können. So, und wir haben ja jetzt hier neue Bestellungen erzeugt. So, und jetzt sehen wir hier auch unseren Beleg von dem Herrn Rudi Rake in unserem Versandmodul. Das ist üblicherweise dann eine Maske, die sehen die Kunden oder die Kollegen nur im Lager. Man kann das über Berechtigungen steuern. Wer sieht hier welchen Menüpunkt, so ähnlich wie Sie das aus Sage kennen. Und ja, üblicherweise ist das so, dass die Kollegen im Lager dann diese Versandmaske hier sehen und die werden das dann auch nicht so machen wie ich hier, dass sie jetzt hier eine Bestellung anklicken, sondern da gibt es einen Scanvorgang. Man scannt seinen Lieferschein an oder in meinem Beispiel jetzt die Auftragsbestätigung. Das ist ja ganz abhängig von Ihrem Prozess. Und das umfasst ja auch nicht nur Shop-Bestellungen, sondern das sind alles Belege aus Sage. Das sind keine reinen Shop-Bestellungen, sondern dieses Versandmodul haben auch Kunden im Einsatz, die gar keinen Shop haben, die einfach nur ihren Versand organisieren möchten. So. Und ich habe jetzt hier die Bestellung angeklickt. Wenn ich jetzt in Sage Gewichte hinterlegt hätte, hätte ich die jetzt hier schon gesehen. Ich könnte aber jetzt hier zum Beispiel auch mehrere Pakete erzeugen, wenn ich sehe, ich kriege das alles gar nicht in ein Paket rein. Und ich habe jetzt hier mal eine ganz schräge Konfiguration gewählt. Ich habe nämlich gesagt, immer wenn jemand im Shop bestellt, dann hat er ja bei uns in meinem Beispiel die Standardversandart hat gehabt. Die habe ich mit der Sage-Versandbedingung Hermes verbunden. Und in dem Versandmodul habe ich dann gesagt, wenn jemand mit Hermes das Ganze bekommen soll, dann verschickt es mit UPS. Einfach um Ihnen zu zeigen, wie flexibel Sie das Ganze frei konfigurieren können. Ihre Versandkonfiguration sehen wir nachher. So, und der Ablauf normalerweise im Lager ist, der Kollege scannt das Ganze an und man kann das dann sogar so konfigurieren, dass sofort beim Scanvorgang der Paketschein abgerufen wird. Ich mache das jetzt hier mal per Hand und rufe jetzt mal ein UPS-Label ab. Ja, das wird jetzt schon gedruckt. Mein Drucker springt gerade im Hintergrund an und das ist jetzt hier ein Live-UPS-Label. Das muss ich nachher auch noch stornieren. Also das ist kein Fake irgendwoher, sondern ich habe jetzt gerade bei UPS ein Label abgerufen. Wir sehen hier die Tracking-Nummer, die wird automatisch hinterlegt und wie ich es vorhin sagte, dann bei dem Status-Upload auch zurück zum Shop gemeldet mit der Information, dass die Ware jetzt verschickt ist. So, und das Ganze auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Und ich suche mir jetzt mal, wir gehen sogar so weit, ich muss mir jetzt hier mal hier ist eine Bestellung aus der Schweiz, also auch solche Dinge bilden wir ab. Denn wenn ich jetzt diesen Paketschein mal abrufe, passiert neben dem reinen Label noch ein zweiter Schritt, der Ihnen viel Arbeit spart, nämlich, dass wir gleich die Zollpapiere abrufen. Und das dauert jetzt natürlich ein kleines bisschen länger, bis die Zollpapiere dann abgerufen sind. Und wir sehen dann, dass wir hier gleich die Customs Declaration mit abgerufen haben.
wir übergeben an diesen Anbieter komplett den Verkaufsbeleg hier, dann entsprechend mit den Positionen, mit den Gewichten, mit dem Wert und können die, ja, die Zolldeklaration gleich abrufen und werden dann entsprechend diese Zolldeklaration gleich ausdrucken. Die kann man ja dann in so eine Versandtasche legen und entsprechend dann, ja, muss ich nicht erst noch irgendwo in einer Software, dann, wenn es jetzt diese Zollbereiche sind, bis 1000 Euro gibt es ja, glaube ich, so eine Grenze, wo das reicht und alles darüber muss natürlich anders angemeldet werden am Zoll. Aber so für diesen klassischen kleinen, nenne ich ihn jetzt mal Paketversand, ist das eine wunderbare Lösung. Und mit unserem Partner, der Firma SendCloud, zusammen bieten wir dann natürlich über den reinen Label, über die reine Labelerstellung, hier sehen Sie meine zwei Labels, die muss ich jetzt auch tatsächlich stornieren, weil das sind wirklich Live-Label von UPS. Über die reine Labelerstellung bietet das System auch noch die Möglichkeit Retouren. Es bietet die Möglichkeit, eigene Sendungs-E-Mails zu verschicken. Denn Sie könnten ja sagen, mit dieser Versandanbindung, ich möchte sowohl mit UPS als auch mit DHL als auch mit GLS beispielsweise verschicken. So. Und dann würden die Kunden ja normalerweise Versendungs- oder Sendungsbestätigungs-E-Mails von diesen Anbietern bekommen. Und sie könnten, wenn sie möchten, das Ganze so machen, dass sie ihre eigenen Sendungs-E-Mails verschicken. Ja, mit ihren Logos, mit ihren Texten, mit ihrer persönlichen Ansprache. Und noch einen Schritt weiter, wenn die Kunden dann sagen, ich möchte ja gerade mal die Sendungsverfolgung starten, können Sie sich sogar ein eigenes Sendungsverfolgungsportal bauen mit Ihrem Logo, mit Ihrer persönlichen Ansprache wiederum. Egal, womit der Kunde verschickt hat, ob er mit DHL oder DPD verschickt hat, die Kunden verlassen sozusagen ihren Kosmos gar nicht, sondern bleiben immer bei Ihnen. Und Sie können sogar Instagram-Werbung installieren, wenn Sie möchten. Das heißt, wenn ein Kunde sieht, ah, mein Paket ist unterwegs, sieht er gleich, ah, nächste Woche haben die eine schöne Preisaktion. Also solche Dinge ranken sich dann sozusagen um die reine, ja, Labelerstellung, die jetzt ja nicht so spannend ist, aber einfach dann reibungslos funktioniert. So, vielleicht einfach nur noch mal kurz, um Ihnen so ein bisschen ein Gefühl zu geben, wie flexibel unser System ist, obwohl es natürlich eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Wie einfach Sie Ihr System konfigurieren können. Sie können frei die Belegarten wählen, die Sie erzeugen möchten. Sie können sogar sagen, ich lasse die gleich in den Stapel drucken. Das macht man häufig beispielsweise, wenn Kunden mit Amazon arbeiten, insbesondere mit Amazon FBA, wo ja die Ware von Amazon verschickt wird. Man hat ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und dann erzeugt man gleich eine Direktrechnung und druckt die gleich in den Stapel. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel wieder von der Firma Desk auch ein Tool dann quasi ins Spiel kommen, mit dem sie dann automatisch für diese Amazon-Rechnungen auch die Zahlungsavise, also sozusagen die Zahlungen von Amazon verbuchen, vollautomatisch. Eine wunderbare Lösung, die die Firma Desk da geschaffen hat. Und sie erzeugen einfach die Direktrechnungen. Und hier sogar, also jetzt nicht nur für FBA, sondern auch wenn Sie jetzt für Ihre normalen Bestellungen einen Lieferschein erzeugen, können wir sogar Chargen buchen, automatisch in dem Fall sogar. Ich sprach vorhin das Thema Vorkasse an. Wir können trennen zwischen normalen Belegen und Vorkasse belegen. Ja? Der Volker hat ja vorhin so eine Idee in den Raum geworfen, dass man die Vorkasse erstmal freigeben muss. Und genau das können wir dann ansteuern, dass Sie sagen, Vorkassebestellungen sollen erstmal in den speziellen Belegart laufen. Und dann läuft ein spezieller Prozess los. Wir sind super flexibel, was zum Beispiel die Zahlungsarten angeht. Denn ich sprach es ja gerade an, Vorkasse. Sie können frei definieren, was ist denn für Sie Vorkasse? Wenn man zum Beispiel mit Klarna arbeitet, heißt die Vorkasse Pay Now und Rechnung heißt Pay Later. Ja, und dann können Sie sagen, okay, mein Pay Now ist für mich Vorkasse, soll diesen Vorkasseprozess ansteuern. Im B2B-Umfeld, Thema Rechnung. Rechnung kann ja alles Mögliche sein in Sage. Sie haben ja in Sage auch verschiedenste Zahlungskonditionen bei Ihren Kunden. Und wenn jetzt ein Kunde, ein Bestandskunde auf Rechnung kauft, dann holen wir uns halt die Zahlungskonditionen aus Sage. Ja, dann kriegt der Kunde, der B2B-Kunde, kriegt nicht nur seine Konditionen, sondern kriegt auch seine richtigen Zahlungskonditionen. Das ist natürlich eine feine Sache. Im Bereich der Preise sind wir sehr flexibel. Ich sprach es vorhin schon an, wir können mit Preislisten arbeiten. Wir können mit der Rabattgruppe oder mit den Rabattgruppen arbeiten. Sprich, wir können die Rabattmatrix im Shopware abbilden. Wir können Rabattlisten im Shopware abbilden. Sind also extrem nah an der Preisfindung in Sage und natürlich bis hinunter zum kundenindividuellen Preis, den ich vorhin ansprach, wo ich ja ganz, ganz auf unterster Ebene das Ganze dann steuern kann. Wir können natürlich mit mehreren Sprachen umgehen. Sie können Ihre Artikel frei konfigurieren. Sie haben es ja vorhin vielleicht gesehen. Ich habe den Dimensionstext mir aus Sage geholt. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass unten dran noch der Hersteller stand, weil wir unsere Texte oder Sie können sich frei konfigurieren. Wie sollen denn Ihre Texte im Shop zusammengebaut werden? Bilder hatte ich vorhin angesprochen, dass ich die Schnittstelle, die Bilder automatisch suchen kann.
Wir haben natürlich Automatikprozesse an Bord, mit denen Sie, ich hatte es ja vorhin angedeutet, ich habe das jetzt alles per Hand gemacht, können das natürlich aber automatisieren und das machen die meisten Kunden natürlich auch. Am Anfang wird immer ein bisschen, wir gucken mal, wie das Ganze läuft und dann am Ende nach ein, zwei Wochen sagen die Kunden, komm, automatisiert uns das bitte oder zeigt uns, wie wir das machen können. Ihren Versand können Sie extrem leicht konfigurieren. Da haben wir, werden wir morgen auch ein eigenes Video in unserem YouTube-Channel veröffentlichen, in dem Sie dann nachschauen können. Und da zeigen wir noch mal so ein bisschen, was jetzt da in den letzten Wochen dazugekommen ist. Ich sprach vorhin die Benutzerverwaltung an. Sie können sich eigene Benutzer anlegen. Ich habe jetzt hier mal zwei Benutzer angelegt. Die dürfen nur auf die Versandvorbereitung zugreifen. Das heißt, die sehen die ganzen anderen Reiter gar nicht. Das wäre so ein klassischer Fall. Das System wird auf zwei PCs im Lager jetzt in dem Fall installiert und der Lager 1 und Lager 2 User loggen sich ein, haben auch ihre eigenen Labeldrucker und können so können sie steuern, wer darf jetzt hier was machen. Das ist jetzt jemand, der darf gar nichts. Das wäre jetzt ein Benutzer, der ist quasi fast der Administrator, der darf alles. Und so können sie dann ihre Schnittstelle auch an die unterschiedlichen Prozesse in ihrem Unternehmen anpassen. Thema freie Felder habe ich jetzt vorhin gar nicht so intensiv gesagt, weil das Spannende sind ja die Sachmerkmale, mit denen Sie die Filter setzen können. Wir können aber natürlich auch benutzerdefinierte Felder und auch Standardfelder aus der Sage 100 in die sogenannten Freitextfelder von Shopware übertragen, weil in Shopware gibt es sozusagen das Gegenstück für die freien Felder und das kann man einfach matchen. Ja, da braucht man auch nichts programmieren, da braucht man nicht aufwendig Consulting irgendwie bei uns zu buchen. Wenn Sie möchten, legen Sie sich im Shopware ein neues Feld an, suchen sich das Feld raus und sagen, das möchte ich jetzt hier mit meinem Feld Checkbox-Test erfüllen. Und schon wird ein Wert zum Shopware hochgeladen. Und das Ganze geht natürlich auch bei Kunden. Ja, das vielleicht jetzt mal als, bin drei Minuten drüber, bisschen als Rundflug sozusagen durch das System, bisschen Look and Feel, ein paar Highlights zu zeigen. Das Ganze geht natürlich noch viel, viel mehr in die Tiefe. Und ich würde jetzt einfach noch mal ganz kurz die letzte Folie hier auflegen sozusagen. Und da sehen Sie unsere Kontaktdaten, können sich auch für unsere Newsletter noch eintragen, für nachgelagerte Fragen, wie es der Sascha Breithecker vorhin sagt. Und jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht, ich habe es nicht im Auge gehabt, sind denn Fragen aufgekommen? Okay, super. Nee. Super easy. Wir nutzen dafür die Sprachen einfach. Ja, Sie könnten, wenn Sie das wollen, Sie können einfach, also Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können einerseits sagen, ich übernehme mir diesen, ich sage jetzt mal, im Sage wäre jetzt hier nur dieser ganz kurze Text, also das, was ich jetzt hier markiert habe, so den ersten Absatz, das wäre jetzt in Sage hinterlegt und alles andere nicht. Und Sie könnten jetzt sagen, okay, ich übernehme diesen Text und dann ändere ich den Text in der Schnittstelle, also in dem Editor hier, wo ich ja jetzt auch zum Beispiel ein YouTube-Video einbinden könnte, auch noch Verlinkungen setzen könnte. Das ist Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei ist, dass Sie sagen, ja, dann legen wir uns halt einfach eine Sprache an. Ja, die Sprache Shop Deutsch und Shop Englisch beispielsweise. Und dann werden nicht die Standardsprachen quasi mit dem Shop verbunden, sondern in den Einstellungen kann ich dann sagen, so wie ich es jetzt hier sind die Sprachen, dann wähle ich halt hier meine Sprache Shop Deutsch und Shop EN, Shop.de oder Shop.en, je nachdem, wie ich die genannt habe. Und dann bedienen wir uns sozusagen in diesen Sprachen. Und dann könnten Sie auch wieder sagen, ich pflege so viel, wie es geht in Sage, in dem führenden System. Und wir greifen dann halt einfach auf eine Fremdsprache sozusagen zu. Das wäre jetzt etwa, also das wäre jetzt ein Prozess in Sage, weil in dem Moment, wo wir sozusagen den Beleg an Sage übergeben, ich sag mal, wir haben jetzt hier eine Auftragsbestätigung erzeugt, dann, ich sage jetzt mal, lehnen wir uns gedanklich zurück und warten darauf, dass in Sage etwas passiert. Ja, dass in Sage dort der Lieferschein beispielsweise geschrieben wird. Und wir wiederum dann merken, aha, okay, zu diesem Auftrag gab es eine Lieferung, vielleicht schon mit einem Tracking-Code und dann reagieren wir und schicken eine Information an den Shop zurück. Was an Prozessen innerhalb von Sage läuft, davon bekommen wir aber letztendlich nicht viel mit. Das ist bei jedem Kunden auch irgendwie anders. Also, dann sage ich jetzt einfach mal, ja, das geht. Ja, klar, habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich scanne mal noch mal einen Beleg ein, nehme jetzt noch mal hier irgendeinen, den obersten.
Und dann kann ich hier zwei Pakete erzeugen und kann sagen, das wiegt halt 3 Kilo, das wiegt 5 Kilo, ja? Und das andere wiegt jetzt 1 Kilo. So. Und dabei greift dann sogar noch, da müsste man dann eine andere Technik nutzen. Und zwar hier gibt es die sogenannte Apply Shipping Rules. Und zwar kann man bei SendCloud, so wie wir jetzt hier bei uns in den Einstellungen, habe ich ja Regeln definiert. Hier oben im Kopf, das müssen Sie sich vorstellen, wie so eine Regelmatrix. Also das bedeutet, ein Paket wird nach Deutschland verschickt, die Versandart aus Sage ist Deutsche Post, das Paket wiegt 0 bis 31,5 Kilo, soll ein unfrankierter Brief gemacht werden. Soll nach Deutschland geschickt werden, Versandart ist DHL und so weiter, soll dieses Produkt genommen werden. Ich habe jetzt hier kein DHL, deswegen habe ich diese komischen Konstellationen. So, und man kann aber auch diese Regeln bei SendCloud anlegen. Das macht das Leben viel, viel einfacher. Denn dann würde sowas greifen wie, ich habe jetzt hier 3 Pakete, die haben ja unterschiedliche Gewichte und würden gegebenenfalls dann auch, und okay, die wären jetzt alle mit diesem Produkt, aber sagen wir mal, ich lege jetzt hier mal, da sage ich mal, das wiegt 10 Kilo. Dann müsste ich das ja nicht mit diesem Produkt verschicken, sondern mit dem. Und über diese automatischen Versandregeln übergeben wir einfach die Produkte an oder die Pakete an SendCloud und der erkennt, ah, okay, das muss ich mit dem Produkt verschicken, das muss ich mit dem, das muss ich mit dem. Und dann kommen hier 3 unterschiedliche Labels sozusagen zurück, die ich dann einfach abreiße und draufklicke. Und so spart, ich glaube, bei DHL gibt es nur, wird meistens so ähnlich wie bei UPS, dieses 0 bis 30, so ein Standard. Aber wenn man jetzt mit DPD arbeitet, kann das durchaus einen Haufen Geld sparen, wenn man jetzt hier so ein kleines Paket verschickt, was günstiger ist als ein großes bis 30 Kilo. Ja, das kann man in Shopware machen. Da springe ich jetzt mal ins Shopware Backend einfach. Sagen wir mal hier Demoshop. Na, Demoshop.webshop. Ich logge mich jetzt mal sozusagen in das Backend von Shopware ein. So, ich finde mein, ja, hier ist mein Login. So, und es gibt in Shopware, das ist jetzt hier die in Anführungszeichen alte Version Shopware, Shopware 5, die gibt es nach wie vor, die wird es auch noch 2-3 Jahre geben und manche Kunden setzen die nach wie vor ein. Das gibt es in Shopware 6 genauso, ich kann hier Gutscheine erzeugen. Ich lege jetzt mal einen neuen Gutscheincode an, den nenne ich einfach jetzt hier Test. So, das ist ein Gutschein vom, ich so muss jetzt hier mindestens 10 Euro, habe jetzt hier einen absoluten und keinen prozentualen Wert. Die Gutscheinnummer ist jetzt hier Test 22. Wir sind ja im Jahr 22, so der Code ist ja Test 22, das ist der Gutscheincode, den der Kunde eingibt und der Gutscheinwert ist 5 Euro oder sowas, ja, beim Mindestumsatz von 10, sagen wir mal, müssen wir hier mindestens 20 machen. So, und jetzt gibt es 2 Typen von Gutscheinen, allgemein oder individuell. Allgemein heißt, das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie irgendwie kurz vor Weihnachten kriegen Sie immer Gutscheine und da steht Weihnachten 2022 drauf. So, und Sie wissen, den Gutschein haben 100.000 Kunden bekommen. Und jeder kann ihn aber nur einmal einlösen. Das ist die eine Möglichkeit, macht es ein bisschen einfacher. Man kann aber auch sagen, ich erzeuge individuelle Gutscheine, dann kann ich wirklich eine Liste von Gutscheinen erzeugen. Shopware kann die dann entsprechend ja, mir exportieren und über einen Serienbrief dann kriegt jeder Kunde halt seinen Gutschein. Ich kopiere mir den jetzt gerade mal. So, habe den gespeichert. Jetzt mache ich doch mal eine Bestellung damit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dass Sie das auch mal in der Schnittstelle sehen, das reicht auf jeden Fall. So, habe jetzt hier meinen Gutschein von 5 Euro eingelöst sozusagen. Gehe zur Kasse und kaufe das mal und zeige Ihnen das mal kurz in der Schnittstelle, wie sich das dann dort darstellt. So, sage jetzt hier mal Aufträge importieren. So, und jetzt sehen Sie, wenn ich den hier anklicke, habe ich hier unten einen Gutschein. So, und der ist jetzt auch schon automatisch als Gutschein erkannt. Das haben wir so eingestellt bei uns im System. Und ich habe jetzt hier meine Versandkosten und das wird jetzt da, wo es hingehört in Sage, nämlich in die in den Belegfuß, in den Bereich der Rabatte übertragen, vollautomatisch. Also das ist dann richtig da, wo es hingehört. Das heißt, im Sage-Beleg steht dann mein Produkt, Zwischensumme zuzüglich Versand, abzüglich Rabatt. Ja, und wird ja dann entsprechend auch umsatzsteuerlich und entsprechend auch von der Umsatzberechnung sozusagen anders betrachtet. Also ganz easy. Da sind noch so viele Fragen. Okay. Also nicht mit unserem System. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wir haben uns bewusst auf Shopware konzentriert. Wir hatten früher eine Schnittstelle,
Da haben wir mehrere Systeme angebunden, vielleicht nur ganz kurz. Und irgendwann kam dann Shopware auf den Markt und wir haben uns das angeschaut und gesagt, okay, Shopware binden wir an. Und von Stund an sozusagen kam dann in Anführungszeichen leider nur noch Anfragen zu Shopware. Also ich sage immer so, 11 von 10 Anfragen waren dann zu Shopware. Und dann dementsprechend haben wir, als wir dieses System hier komplett neu entwickelt haben, dann gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal auf Shopware. Wir haben aber natürlich im Hinterkopf weitere Shop-Systeme anzubinden. Für dieses Jahr sogar ein konkretes Projekt, das wird dann in Richtung Shopify gehen. Also da machen wir gerade ein Pilotprojekt sozusagen intern. Wir schauen dann natürlich, welche Systeme decken auch Funktionalitäten von Sage so weit, wie es irgendwie geht, ab. Und da suchen wir uns dann natürlich die Systeme. Aber dann kann man auch 2 oder 3 parallel anbinden, ja, klar. Genau. Genau, man kann in Shopware 5 und 6 sogenannte Subshops, nenne ich sie mal, anlegen. Damit könnte man das abbilden. Das ist etwas, was der Shop steuert. Also Sie sehen ja, ich sage Ihnen auch gleich wie. Sie sehen ja, ich habe jetzt hier so eine Bestellung und die bekommen wir immer komplett fix und fertig vom Shop. Wir wissen nie, wie das hier entstanden ist. Wir wissen nie, wo kommt der Preis her. Ja, wir haben jetzt hier, wenn wir mal unser Beispiel nehmen, ich habe jetzt hier dieses Produkt, dieses Jacket, wo ist es denn? Hier, der hat ja dieses Jacket gekauft für 685 Euro. Jetzt könnte er aber auch mit irgendeiner Logik im Shop dieses Produkt für 670 bekommen haben. Dann bekommen wir eine fertige Bestellung mit 670 und genauso die Versandkosten. Das heißt, diese Bestellungen, so wie wir sie bekommen, sind immer im Shop sozusagen schon fix und fertig. Und insbesondere in Shopware 6, im Shopware 5 gibt es das noch nicht. Das ist ein tolles Feature. In Shopware 6 gibt es den sogenannten Rule Builder oder Regelbaukasten, nenne ich ihn mal. Und mit so einem Rule Builder und im Zusammenspiel mit diesen entsprechenden Plugins für die verschiedenen Versandanbieter setzt man dann sowas um, dass der Shop quasi merkt, ah, da ist ein Produkt drin, das irgendwie Gefahrgut ist, also muss ich die Lieferung mit TNT machen. Und unterfüttern könnten wir das Ganze dann wieder über diese Freitextfelder. Das heißt, im Sage könnte man ja ein Freitextfeld setzen. Ich nehme jetzt mal hier dieses Beispiel, ich nehme irgendein Feld und ich habe ja hier so einen Checkbox-Test mit Schreibfehler. Und das könnte ja eine Checkbox sein, Ja-Nein-Feld in Sage. Das heißt, Gefahrgut ja oder nein. Und immer wenn dieses Feld gesetzt ist, triggert das sozusagen dann im Shopware die Logik, da musst du jetzt einen bestimmten, vielleicht auch einen bestimmten Artikel dazu packen, noch irgendwie ein Gefahrgutkennzeichen oder was auch immer. Und wir bekommen wiederum dann die fertige Bestellung und importieren sie 1:1 dann in Sage. Nee, eine automatische Übersetzung ist mir nicht bekannt. Ja, das ja. Aber jetzt, okay. Genau. Genau, wenn ich die hinterlegt habe in Englisch oder wie jetzt hier meine Spezialsprache Shop Englisch, dann nehmen wir halt die Texte aus Sage. Oder wenn ich sage, ich möchte das nicht in Sage machen, kann ich das ja nach wie vor auch hier. Ich kann ja hier dann auch die Sprachen umswitchen. Ich habe jetzt hier für diesen Artikel keinen englischen Text hinterlegt, haben wir ja gesehen, in Sage war leer, könnte also jetzt hier einen eintragen, je nachdem, wo ich das Ganze pflegen möchte. Dann übernehmen wir es automatisch, ganz genau. Könnte man machen. Und zwar, wo sind wir denn hier? Im Bereich der Preise. So. Wir bekommen ja vom Shopware eine Kundengruppe zurück, in der Kunde bestellt hat. Das kann man konfigurieren, dass man sagt, alle Amazon-Kunden kaufen in der Shopware-Kundengruppe Amazon. Also zum Beispiel diese AMZ heißt jetzt bei mir. Und dann könnte ich sagen, die Kunden sollen dann in irgendeiner Kundengruppe in Sage angelegt werden. Das ist die eine Möglichkeit, wie man das sieht. Aber man müsste das gar nicht machen, denn üblicherweise wird eine eigene Zahlungsart verwendet für Amazon. Amazon Normal, Amazon FBA. Und diese Zahlungsart steuert ja dann eine Zahlungskondition in Sage. Und man könnte das auch darüber auswerten. Ja, also da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das Ganze machen kann. Aber prinzipiell ginge jetzt auch eine Amazon-Kundengruppe. Sie könnten sogar Folgendes machen. Wenn ich jetzt
gerade beim Amazon, ich gucke, wenn es die letzte Frage ist, habe ich noch ein paar Minuten. Okay, also mache ich es kurz. Sie könnten, häufig werden Amazon-Kunden gar nicht angelegt. Ja, weil man weiß ja, Amazon, man hat fast keine wiederkehrenden Kunden. Weil mich als Amazon-Kunde interessiert es ja gar nicht, wo ich kaufe. Ich kaufe bei Amazon. Welcher Händler dahinter steckt, weiß ich ja oftmals gar nicht. Und dementsprechend könnte man hier auch einen Sammeldebitor hinterlegen. Ja, man könnte sagen, alle Kunden, die über Amazon reinkommen, werden gar nicht angelegt, sondern laufen auf einen Sammeldebitor. Und dann könnten Sie sagen, okay, dann zeig mir mal die Umsätze auf den Sammeldebitor Amazon. Und schon hätten Sie auch nicht auf den Kunden runtergebrochen, aber auf den Debitor runtergebrochen, Ihre Umsätze. Und das würde genauso mit diesem Zahlungsimport von der Firma Desk funktionieren, weil ob der 500 OPs für 500 Kunden ausgleicht oder 500 OPs für einen Kunden, ist dem Zahlungsimport dann egal. Und so können Sie sich das überlegen und hätten dann, ich sag mal, würden auch noch Kundennummern sparen, in Anführungszeichen. Wie wird was gesteuert? Entschuldigung. Sie können hier in den, na, wo sind wir hier? Ich hatte es ja vorhin, na, bin ich richtig erwischt, so. Ich hatte es ja vorhin gezeigt, dass wir den Zusammenbau von diesen Texten in der Schnittstelle hier steuern können. Hier bei der Meta-Kurzbeschreibung ist jetzt nichts hinterlegt, dann nehmen wir dann standardmäßig, ich meine den Dimensionstext. Das heißt, Sie können in Sage, könnten Sie zumindest diese sogenannte Meta-Description vorbelegen. So, und in der Schnittstelle könnte man darüber hinaus noch dann, ich gehe mal auf Deutsch hier, so, hier ist jetzt meine Meta, das ist mein Dimensionstext sozusagen. Ich hätte aber jetzt auch was anderes nehmen können. So, und könnte jetzt hier noch einen abweichenden Titel und Keywords hinterlegen. Da muss man tatsächlich überlegen, häufig gibt es gibt wunderbare Plugins für Shopware, die einem das komplett abnehmen, ja, wenn man das nicht selbst ganz aktiv beeinflussen möchte. Wo man es auf jeden Fall aktiv beeinflussen wird, ist für Amazon. Denn für Amazon ist das kein Titel hier. Bei Amazon muss der Produkttitel anders gewählt werden. Das ist ja, der ist ja SEO-relevant, extrem. Für Amazon ist zum Beispiel dieser Text hier völlig uninteressant. Für Amazon sind aber wiederum die Bullet Points interessant und die Keywords. Das heißt, das wird man dann wahrscheinlich ganz intensiv speziell für Amazon pflegen. Aber prinzipiell könnte man das hier in gewissem Sinne schon vorbelegen. Ja, das geht dann natürlich nicht. Ja, das muss man sich dann natürlich überlegen. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe nur Amazon Deutschland, dann kann ich sowas machen. Wenn nicht, muss ich natürlich dann eigene Kunden anlegen. Das ist klar. Und da ist es dann so, da nutzen wir dann auch die Standardbesteuerung von Sage. Es gibt ja hier diese klassischen Besteuerungsarten innerhalb von Sage. Und die verwenden wir natürlich genauso. Wir haben da ein Regelwerk sozusagen. Wir erkennen, wo kommt denn ein Kunde her? Kommt er jetzt aus dem Inland? Dann wird das, was hier sozusagen eingestellt ist, das belegen wir so vor, wie es ja in Sage auch vorgesehen ist. Kommt ein Privatkunde aus der EU, hinterlegen wir diese Besteuerung. Kommt ein Firmenkunde, dann hinterlegen wir diese Besteuerung, weil der schickt uns ja dann auch eine Umsatzsteuer-ID mit. Dann gibt es jetzt hier so einen Sonderfall. Für eine Firma aus Österreich beispielsweise bestellt, lässt aber nach Deutschland liefern. Ist das ja eine Inlandslieferung. Könnte man jetzt sagen, nehme ich dafür diese Besteuerung oder ich lege mir eine eigene an für nicht Drittland, EU-Bestellung mit Lieferung ins eigene Land oder irgendwie sowas. Das kann man dann selber konfigurieren. Und dann haben wir ja natürlich die komplette, alles, was mit Drittland ist. Und das hinterlegen wir dann vollautomatisch, indem wir jeden Kunden durch so ein Regelwerk laufen lassen und erkennen, wo gehört er hin sozusagen. Und wie gesagt, dann würde ich dann tatsächlich Kunden anlegen. Wenn man den Kundennummernkreis groß genug macht, stört das ja Sage prinzipiell auch nicht. Inwiefern? Ah, okay, nee, sorry, das hatte ich tatsächlich jetzt hier nicht im Auge. Genau. Ich muss ihn gerade mal gucken. Wo ist